Leute, das war schon wieder ein mega, mega aufregendes Spiel. Wir sind in der Barclaycard Arena. Wir haben vor 1000 Zuschauern hier mit 31-29 gewonnen. Vor 1000 Zuschauern. Das war mega, mega geil. Unglaublich. Und dann noch mit 2 Toren gewinnen. Überragend. Darüber will ich jetzt sprechen mit Blaženko Lackovič. Der kommt gleich dazu. Einmal kurz schnacken und dann muss er auch schnell wieder zu Toto. Die müssen Sachen besprechen. Wenn ihr Fragen an Latz habt, dann schickt die gerne rein. Dann machen wir das hier wie immer und ich stelle eure Fragen. What's up? Latz! Hey, moin. Hörst du mich? Ich höre dich richtig gut jetzt. Perfekt. Lars, wir sind in der Barclaycard Arena. Vor 1000 Zuschauern. Und Schrödi ist auch da. Ja, das ist unglaublich, oder? Geiles Gefühl. Ja, das war echt schön. Ich glaube, endlich wieder vor den Zuschauern zu spielen, macht richtig Spaß. Das ist eine Riesenhalle, muss man auch sagen. Eine schöne Halle, aber Riesenhalle mit 1000 Zuschauern. Ist schön, aber es fehlt noch. Es wird noch ein paar Tausend da drin. Stimmung war gut heute, muss man sagen. Das Spiel war eng. Aber dass das Leben oder das Sport wieder in Normalität geht. Dass wir wieder vor unseren Zuschauern, weil wir spielen eigentlich Handball wegen Zuschauern. Dass wir wieder den Handball spielen dürfen. Dass die Jungs wieder so eine Leistung zeigen oder eine gute Leistung, eine super geile kämpferische Leistung zeigen. Mit so viel Wille, das muss man nur komplimentieren. Ja, mega gut. Kannst du vielleicht das Spiel heute einmal ganz kurz beschreiben? Ja, das war ein Spiel, wo um viel geht es bei uns. Klar, wir haben jetzt eine neue Halle, die Halle ist groß und da brauchte man auch ungefähr 10 Minuten ins Spiel reinzukommen. Aber zum Glück von den beiden Seiten, das könnte man merken, dass die Tempo runter war, dass wir bisschen statisch waren, aber dann von einmal ging, wir treffen ein paar gute Bälle vorne und gefühlt war wieder da. Ja. Aber trotzdem, wir waren nicht in unserem Rhythmus. Wir kriegen immer wieder ein paar Tore, was macht uns ein bisschen mehr unsicher, besonders vorne. Und dann wird es schwieriger. Aber wir haben das Konzentration behalten, muss man sagen. Wir haben dann das Spiel war eng, ganze 60 Minuten. Wir haben einmal 4 Tore Vorsprung, einmal 3. Könnte wir erledigen, aber trotzdem haben wir wieder am Ende in eine Crunch-Time-kritische Phase angekommen, aber gut gemacht. Stulle hat heute guten Tag erwischt, hat ein paar einfache, wichtige Dinge reingemacht. Mhm. Wir haben viel Tore über Tempo gemacht. Abwehr hat, finde ich, gut gestanden, richtig gut gestanden. Besonders erste Halbzeit haben wir viele Fälle gemacht. Das hat uns geholfen, wieder weiter ins Spiel besser zu kommen. Ja, und zweite Halbzeit war Tor nach Tor und war auch neben kämpferische Sachen auch Qualität in die Frage, aber dann war einmal, zweimal auch Glückssache und wir haben das Spiel verdient gewonnen, muss man sagen. Ja, und man muss ja auch sagen, ihr habt 5 Verletzte, glaube ich, auch mit Forsti und auch mit Dominik, einfach auch wirklich wichtige Leute, die nicht mit dabei sein können. Und trotzdem, so eine Leistung ist ja eigentlich auch sehr, sehr cool. Oder? Das muss man echt sagen, ohne dass man falsch versteht. Klar, keine Alibi, wir sind keine einfache Situation, definitiv. Wir haben wichtige Leute, welche sind verletzt. Aber wir haben auch eine geile Mannschaft und wir haben die Jungs, welche drin sind, bereit. Und das ist das Wichtige. Wir würden uns definitiv freuen, wenn die alle auf dem Board sind. Wenn wir noch mehr Tempo machen können, wenn wir noch mehr wechseln können, wenn wir noch mehr andere Abwehrsysteme spielen können. Aber im Moment ist das so, aber die Jungs zeigen immer geile Charakter und super Qualität, wenn das wichtig ist. Und das war auch heute der Fall. Wir hoffen nur, dass einige Leute schnell wieder zurückkommen, dass wir die Breite haben, weil das, die Zeit, was jetzt vor uns ist, ist wichtig für uns alle, für Hamburg, für Handball, aber trotzdem sollen wir uns keinen großen Kopf machen, sonst Handball genießen und unsere medizinische Abteilung macht alles, dass bald alle auf dem Board sind und hoffentlich behalten wir alle, welche jetzt gesund sind, auch morgen und übermorgen.
Und jetzt haben wir noch ein Heimspiel dann. Natürlich noch drei Spiele jetzt dazwischen, aber noch ein Heimspiel. Vielleicht wieder hier, das entscheidet sich noch. Das wäre natürlich auch mega geil, oder? Das letzte Heimspiel dann nochmal hier. Definitiv, das wäre super geil für uns. Und, wenn noch mehr Zuschauer rein darf, noch mehr bessere Stimmung zu machen, dass wir alle den Kopf zusammen machen, dass wir, weil wir sind in einer super Situation, aber jetzt brauchen wir noch mehr Impuls von draußen, von uns. Wäre mega geil. Und wir sind fokussiert definitiv auf das nächste Spiel. Und gucken wir nebenseitig auch, was passiert. Würden wir uns freuen. Aber erstmal Auswärtsspiel und wichtige zwei Punkte. Heute sollen sich die Jungs erholen. Das war enge, knappe Spiel, war Nervenspiel, aber die haben das richtig gut gemacht. Riesen Respekt. Voll. Lass uns noch einmal kurz hier auf die Fragen eingehen. Hier fragt jemand, hatte Latz eine Sporthose an und hätte er einspringen können? Ja, ich habe in der Fall, weil wir haben jetzt wieder viele Verletzte, habe ich auch jetzt Sporthose an und ich könnte reinmachen. Die Jungs haben Qualität, die sind super und deswegen, wenn das sein muss, dann, wenn auf der Bank bleibt nur Money und dann muss ich rein. aber ich bin da, die Jungs machen das super, die machen das super und das ist das Hauptsache. Ja. Ich habe Toto sonst auch gesagt, ich könnte auch, also ich würde auch. Alle machen mit, alle machen mit. Alle machen mit. Simon fragt hier, ich habe eine Frage, warum ist Jens Fortmann seit 2-3 Spielen nicht mehr ganz so konstant wie vor 4 Wochen? Oh, ich glaube, das kann man schwer sagen, oder? Warum? Ich meine, die Leistung von der Abwehr ist gut, finde ich. Ab und zu besser, ab und zu schlechter. Das entscheidet auch Torwartspiel. Es war ein paar unglückliche Parade, aber irgendwie immer, wenn die Crunch-Time ist, wenn wichtig ist, helfen die beide uns. Und das war auch heute. Ich meine, in zweiter Halbzeit müssen wir auch Lob geben. Das war unglaublich wichtig, die paar Bälle, freie Bälle zu halten. Und da sieht man, wie Torwart wichtig ist. Stimmt das an? Am Anfang war er super gut. Und jetzt brauchen wir oder braucht er vielleicht noch mehr Zeit und so weiter. Aber ich glaube, das Spiel heute haben die zweite Halbzeit gut gemacht. Ja. Vor allem heute, genau. Er hat am Ende richtig wichtige Bälle gehalten, die uns dann auch zum Sieg getragen haben. Also, genau, viele auch. Wieder sehr gut zum Ende raus hin. Was habe ich hier noch für Fragen? Hier war ein Notfall von Latz, im Notfall ein Einsatz von Latz geplant. Ja, haben wir schon geklärt. Warum sind wir Tabellenführer trotz schlechterem Torverhältnis? Weil wir den direkten Vergleich gewonnen haben. Wir haben einen direkten Vergleich. Mit beiden sind wir besser, deswegen ist das für uns wichtig im Moment. Aber trotzdem, wir fokussen auf das nächste Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wir geben das Maximum. Und wir geben alles, was geht. Und das ist das Wichtigste im Moment. Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Latz. Vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Du kannst hier kurz auf das X da oben drücken, dann bist du raus, aber vielen, vielen Dank, vielleicht hast du noch letzte Worte hier an unsere Zuschauer. Wir sind glücklich, dass wir oben stehen, auf erster Platz. Wir geben Gas, wie die ganze Saison, die Jungs sind super, ich muss große Lob machen auf die ganze Truppe bei uns und bleibt mit uns, glaubt auf uns. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Latz. Schöne Grüße, tschüss. Ciao. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin immer noch geflasht hier von den zwar nur 1000 Zuschauern, aber Zuschauern in der Halle, in dieser großen Halle, in dieser tollen Halle, in der Arena. Und von daher, ich gucke hier nochmal kurz, was sie geschrieben hat. Ja, ihr schafft das. Ja, ihr schafft das. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt alle gesund.